Was in der Gegend? Ich bin. Ach du Heiliger. Das wird interessant. Und da ist eine Türe zu. Sehr gut. Ganz viele Geister. Ganz viele Wächter. Ja. Gebieter Link. Gebieter, in dieser Welt kann ich dir nicht folgen, da sie in deiner Seele selbst existiert. Doch ich kann zu dir sprechen. Nur Auserwählte gewährt die Göttin Zutritt zu diesem Ort, der Sirene. Sirene? Ja. In diesem Ort, Nairus Sirene, wird deine Weisheit auf die Probe gestellt. Na toll. Und die heilige Flamme, deren Kraft das Schwert stärkt, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen. Nur so wird deine Seele wachsen, Gebieter. Und da haben wir wieder. Du hast das Seelengefäß erhalten. Diese geheime Fortschritte spiegelt deine Seele wieder, Link. Das Seelengefäß zurück, wenn es gefüllt ist und deine Seele wird wachsen, wieder als Solon, wird dir die Göttin mit neuer Kraft beschenken. Hast du Fragen an mich? Nein. Na gut. Na gut, mein Gebieter. Ich will in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Ja, super. Wo haben wir... Wenn ich jetzt hier rausgehe, fängt das ja an. Da drüben. Da sollte ich anfangen, ne? Los geht's. Ja, jetzt kommt wieder Panik. Ja, ist sehr gut. Ich habe schon verstanden. Oh Gott. Komm. Danke. Ja, das Trainer erhalten. Ja, heilige Macht verhindert sich nur. Ja, ich kann mich anderthalb Minuten frei bewegen, ohne dass die Viecher mich hier attackieren. Da drüben haben wir einen. So, wo sind die denn? Überall und nirgends. Ganz toll. Das wird ja lustig. So, Zeit aufgefüllt. Wir gehen rechts rum. Ich gucke aber erst, ob hier oben einer ist. Da ist garantiert einer, nämlich da oben. Hier hoch. Erstmal hoch. Runter kann man immer noch. Das ist ein gutes Motto immer. Immer ist hoch, weil runter geht's immer. Da geht's hoch. Ja, natürlich. Hier oben ist natürlich ein Wächter. Hier oben ist auch eine Frucht. Wir haben da eine. Wir haben da eine. Die scheint ein bisschen tiefer zu liegen als die hier. Deshalb holen wir uns jetzt die. Autsch. Das hat wehgetan. So. Ja, das ist gut, dass das jetzt weg ist. Nein. Danke. Hoffen wir mal, dass hier unten noch irgendwo so ein Kristall ist, womit ich die wieder sichtbar machen kann. Hab ich was gesehen. Na komm, lass mich da hoch. Danke. So, dann gehen wir nämlich jetzt da hoch, weil ich den jetzt gerade sehe. So, Fensterhalbmond. Ja, das ist gut. Drüben ist noch einer. Gut, dann habe ich da drüben noch welche. Da komme ich aber noch nicht wirklich dran. Und da vorne welche. Da ist wieder so Kram. Wenn ich das berühre. Ganz toll. Oh Gott. Eine Sekunde warten. Ich hole mir, glaube ich, erst die hier. Na komm.
Das ist mies. Komm. So, ich steig da aber noch nicht ein. So viel Zeit muss sein. So ist er nicht. Danke. Und weg. Ich wäre ich mal wieder für eine Leuchtefrucht. Komm nur mal her. Da hinten haben wir noch einen. Da haben wir keine. Da ganz hinten haben wir auch du heilige Scheiße. Da kommen wir gerade schön durch. Sehr gut. Da oben haben wir noch einen Wächter. Bitte dreht euch. Nein. Ihr mich nicht kriegen. Du nicht neben Kerze. Eieiei. Da. Hä? Was zur? Moment. Was soll das denn hier werden? Ach so. Ach ja. Alles klar. Gerade schon einen Moment. Einen Moment nicht nachgedacht. So, jetzt muss ich dahin noch. Das war jetzt eventuell falsch. Den Fenstermund holen wir uns aber mal kurz. Aber ich weiß nicht, wie wir nach den Prüfungen noch an die rankommen können. Eieiei, die Prüfung mag ich gar nicht. Von hier aus packe ich das nicht. So. Von hier aus schaffe ich das auch nicht. Achso, okay. So. Mal hoch. Und noch irgendwo eine Leuchtefrucht. Wahrscheinlich nicht. Jetzt direkt. Keine Fähigkeit, die ich aktuell nutzen kann. Da ist nix. Ich würde fast sagen, ich muss zurück. Irgendwie, da ist die Leuchtefrucht. Da hinten ist noch eins. Wir fehlen aber noch zwei. Muss ich mal ganz kurz umschauen und mich beeilen dabei auch noch. Wo ist denn noch einer? Ach, da hinten sind noch zwei. Okay. Vollherzig hatte ich, das schaffe ich nicht. Das wird knapp. Das wird ganz, ganz knapp. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt hier noch wieder zurück muss. Durch die Geister durch. Oh Gott. Ahem. Wie komme ich denn? Oh shit. Ich bin so gut wie tot. Ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Jetzt wird's lustig. Da bin ich die Zeit nicht abgelaufen. Ja. Ich bin so gut wie tot. Ich hab's kapiert. Boah, was zur Hölle? Die können da durchlaufen. Was soll das denn? Wie komme ich denn zurück? Sehr gut, ich bin so gut wie tot. Ich glaube, ich habe sogar ziemlich sämtliche Gegner hinter mir, die man hinter sich haben kann. Die Musik ist bestimmt auch nicht irgendwie Adrenalin anregend oder sowas.
Alles kopiert hier. Ja, ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Super. Ah. Sehr gut. Man stirbt also nicht. Man kommt nur wieder irgendwo anders aus. Achso, kommt man zurück. Sehr gut. Gut zu wissen. Da haben wir die Frucht. Da haben wir eine Frucht. Da komme ich über. Oh Gott, da komme ich sogar ran. Ist die letzte, da muss ich noch hinkommen. Na, das wird jetzt gut. Oh Gott, ich habe die gleich im ersten Versuch direkt geschafft. Oh je. Sehr gut. Ganz locker bleiben, Leute. Ich hab alle. Danke. Ich hätte einfach durchrennen sollen. Uiuiui. Das war nervig. Ja, wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? Verliere ich noch Zeit? Sieht nicht so wirklich so aus, ne? So, jetzt könnte man sich hier quasi noch ein bisschen umsehen, wenn man keine Zeit mehr verliert. Okay, das ist auch gut zu wissen, aber das, ja, werde ich jetzt nicht im Let's Play machen, weil das wäre etwas sehr nervig. Das ist übrigens ein Finsterhalt-Mode. Den kann man sich aber nochmal mitnehmen. Sehr gut, dass man jetzt keine Zeit mehr verliert. Da drüben ist übrigens ein Loch an der Wand. Die wachen aber nicht aus, wenn ich zu nah rangehe, oder? Danke. Mal hier rüber. Wow. Erster Versuch und direkt geschafft. Sehr gut. Die war aber irgendwie... Okay. Jetzt kann ich ja den Sinn dieser Prüfung... Was hing? Den Doppelhaken. Oh geil. Der drei Schätze der Götter nutzt die Klauen an der Kette, um einen Greifhaken ziehen oder einen Efeu ziehen zu lassen. Verlierst du beim Ziehen den Fokusdrücker runter, um die Ansicht wieder zu zentrieren. Geil. Sehr, sehr gut. Oh, dann kommen wir jetzt an Kram ran. An ganz viel Kram. Unglaublich.